Park und deswegen versuchen wir natürlich hier eine Zeit zu finden, in der wir alle die Möglichkeit haben, hier dabei zu sein. Und ich sehe schon, die ersten Leute kommen rein. Ich winke hier mal zurück. Sehr nice. Leute, die es um 10 Uhr geschafft haben. Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Ich habe es ja gestern schon angekündigt. Joe Trank, mittlerweile seit mehreren Jahren auch ein guter Freund von mir geworden. Wir haben uns zwar noch nicht so oft gesehen, aber wir sind in stetigem Austausch und seine persönliche Transformation hat mich immer sehr inspiriert. Früher, damals noch als Erfolgscoach in Deutschland aktiv, beim TV mit 2,5 Millionen Zuschauern, hat einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut, eine riesen Expertise auch in diesem Bereich an den Tag gelegt, selbst 0,8er Abi gemacht, tausende von Leuten auch geholfen, ihr Abi aufs nächste Level zu bringen und da wirklich auch sauber abzuschließen. Und genau deswegen finde ich es richtig geil, dass wir jetzt zur Feier der Study Week auch nochmal mit Joe sprechen, denn er hat es wirklich geschafft, in den letzten Jahren sein Game nochmal zu optimieren für sich selbst. Und diese Erfahrungen, die möchte er jetzt heute mit uns teilen. Das heißt, lernen, nicht nur um zu lernen, sondern um auch Freude zu empfinden. Denn wer mit Freude lernt, wer Freude empfindet beim Lernen, der macht es nicht nur besser, sondern macht es auch öfter. Stell dir mal vor, etwas, was du kaum erwarten kannst, jeden Tag, und gleichzeitig aber auch dich extrem weiterbringt, gehört zu deinem Tagesgeschäft. So. Viele Leute haben das Gefühl, so jeden Morgen mein Kaffee, so, den würde ich nie aufgeben. Andere würden sagen, hey, mein Mittagessen oder vielleicht Sex. Aber wenn Lernen etwas, was dich auch weiterbringt, zu so einer, ja, so einem interessanten Prozess wird, dass du Freude dabei empfindest, dass es nicht ein Müssen ist, sondern ein Wollen, ein ich kann nicht mehr ohne, dann haben wir es, glaube ich, auch wirklich aufs nächste Level geschafft. Und deswegen hole ich jetzt Joe an dieser Stelle auch hier hinzu. Mal gucken, ob ich ihn schon hinzufügen kann. Bam, machen wir mal. Boom. Da ist er, ich habe ihn schon gesehen. Ich winke euch hier nochmal zurück. Und jetzt, hallo, hallo. Na, alles klar? Ton klappt? Ja, Ton klappt. Okay, geil. Geil, Mann, Alter. Ja, ist in Thailand ja immer so eine Sache mit dem Internet. Von daher haben wir auch so einen Testdurchlauf gemacht, damit am Ende einfach auch wirklich alles klappt. Aber ich gehe Ja. davon aus, jetzt sollte alles gut passen. Ja, also ich höre dich klar und deutlich. Stehst du gerade? Schön. Ja, ich stehe gerade. Ich habe mir hier mein Pult eingerichtet. Das zeige ich gleich nochmal. So arbeite ich meistens im Stehen, weil ich einfach mehr Agilität habe und flexibler bin. Und deswegen stehe ich da meistens, wenn ich arbeite und lerne und halt zum Beispiel einen Stream gebe. Ja, es ist auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, dass du, wenn du stehst, einfach auch irgendwie besser aufnahmefähiger bist und im Allgemeinen das Gefühl hast. Ja, also erstmal ist es natürlich von der Physiologie her deutlich besser, wenn ich stehe. Also wenn ich in einer Arbeitssession bin und ich würde jetzt, sagen wir mal, für 25 Minuten oder sagen wir mal, wie die meisten Leute, für 1,5 Stunden am Stück einfach da sitzen mit gekrümmtem Rücken, meine Vitalität und meine Gesundheit ist das Höchste, was ich an Wert habe. Mein Rücken geht dadurch kaputt und deswegen habe ich schon vor 4 Jahren angefangen, damit im Stehen zu arbeiten. Und das Geil. heißt, ich, ja, warum nicht? Ich kann es ja einmal zeigen. Also, ich habe hier Standing Desk. Das ist Geil. lustigerweise einfach nur High eine, Style. ja, komplett einfach so selbst Geil. gebastelt. Und ja, arbeite dann im Stehen. Einfach, weil ich dadurch auch mehr Power habe. Also, wenn ich halt im Sitzen bin, vom State her, so jetzt kann ich halt einfach aufstehen. Ich kann einfach zwischendurch meine Arme schwingen, Ja. Yoga machen. Ja. Und dann habe ich einen Tisch und dann setze ich mich zwischendurch so mit einer Backe auf den Tisch wieder, dann stehe ich wieder auf und so bin ich halt die ganze Zeit im Flow mit der Ja, Bewegung. das ist geil, was du jetzt gerade erklärst, weil das ist, was ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt habe. Also wenn du sagst, du machst es schon seit 4 Jahren so, dann muss ich sagen, du hast da das schon intuitiv richtig gemacht, weil ich habe das erst gemerkt, dass ein Mitarbeiter von mir, der Lukas, in Portugal sich so wie du auch so ein Standing Desk aufgebaut hat. Also manchmal stelle ich dann auch so einen Stuhl aufs Pult, einfach um zu stehen. Und ich merke, dass ich vor allem besser coache, kommuniziere. Und ich will ja heute wirklich auch diesen Fokus darauf lenken, weil du hast dich ja wirklich jetzt auch darauf spezialisiert.
Leuten beizubringen, wie sie nicht nur besser lernen, sondern auch mit Freude lernen. Und wenn ich dieses Paradigma für mich mal so umdrehe, dann ist es ja eigentlich fast schon so, wer lernt denn heute eigentlich mit Freude aktuell? Also die wenigsten, habe ich das Gefühl, wissen wirklich, was es heißt, Freude beim Lernen zu empfinden. Und deswegen, das ist das, was ich heute einfach gerne mehr von dir erfahren will. Ja, gerne. Ja, mit Freude lernen. Also das ist das, wozu ich am Ende dieser Selbstfindungsreise, wie wir auch gestern gesagt haben, gekommen bin. Das Lernen mit Freude. Und damit man verstehen kann, wie ich sozusagen zu diesem Wort Freude gekommen bin und auch verstehen kann, wer ich bin, einmal meine Geschichte. Ja, damit die Zuschauer das einmal wissen, weil die ist halt entscheidend wichtig, damit man verstehen kann, warum ich jemand bin, der auch zeigen kann, wie man mit Freude lernt. Und dann kann ich auch gerne darauf eingehen, welche Techniken ich dafür auch empfehlen kann. Mhm. Also ich hatte in der 10. Klasse einen Notenschnitt von 3,8. Also das ist in Deutschland sehr schlecht. Und ich habe dann die Schule nach der 10. Klasse vorzeitig beendet. Hatte einfach keine Lust in der Schule, weil ich keine Freude hatte. Ich hatte kein Interesse daran zu lernen, weil ich nie gelernt habe, wie man lernt. Also bin ich vorzeitig aus der Schule raus. Und dann habe ich aus Frust immer Schlägereien gehabt. Ich habe Ärger gehabt. Und bin dann im Knast gelandet, weil ich betrunken war und hatte Stress. Also das war ein Wendepunkt in meinem Leben, an dem ich erkannt habe, okay, so in der Gesellschaft ist einer der höchsten Werte Erfolg und ich fühle mich persönlich relativ wertlos in dieser Gesellschaft, weil ich in den Augen der Gesellschaft kein erfolgreicher Mensch bin. Ja? Also habe ich mir damals das Ziel gesetzt und ich wusste, ich kann das schaffen. Ich möchte ein 1,0er Abitur erzielen. Also habe ich gesagt, okay, das ziehe ich durch. Ich kann das schaffen. Und ich habe von meinem Dad ein Buch bekommen von Vera Birkenbiel. Das hatte der schon vor 20 Jahren. Das hieß Stroh im Kopf. Und ich habe das Buch, eines der ersten Bücher, die ich dann seit langer Zeit mal wieder gelesen habe, gelesen und die Techniken gelernt. Und ich habe verstanden, wow, Alter, ich kann einfach lernen. Als Selbstlerner verstehe ich, wie ich lernen kann, ganz hier nicht. Ich war auf so einer Hausparty mit meinen Freunden und ich sage, gib mir mal 10 Begriffe und ich merke mir die. Und die sagen die und ich kann die einfach alle auswendig, all diese Begriffe, weil ich einfach gelernt habe, wie ich ganz hier nicht lerne, mit Freude. Und ich sitze zu Hause, ich fange an zu lesen, ich fange an zu lernen halt. So, das war der Beginn so meines bewussten Lernweges. Ja. Und wo ich gemerkt habe, tschüss, Lernen ist einfach das Geilste auf der Welt. Und bin dann wieder zur Schule gegangen in Deutschland, ins Abitur gestartet mit all diesen Techniken, die ich aus Audiobüchern aufgenommen habe, Motivationsbücher, Persönlichkeitsentwicklung, wieder zur Schule. Und dann ziehe ich komplett durch mit all diesen Techniken, Lerntechniken, die ich gelernt habe, ganzhirniges Lernen und schaffe es, ein Abitur mit einem Schnitt von 0,8 zu machen. Crazy, das ist crazy. Völlig abgedreht. Also ja. Ich weiß immer, ich schwöre es dir, Alter. Ich weiß nicht, ich habe eine Schwester, die war so krass tüchtig. Die hat nicht einen Tag mit Freude gelernt in ihrem vierjährigen Gymnasium. Aber die war jeden Tag am Büffeln und die hat mit Mühe und Not hat sie, glaube ich, einen Zweierabschluss geschafft. Und oh, wow. wenn ich höre, dass du eine 0,8er machst, das ist ja perfekt. Also das ist ja, glaube ich, besser geht es ja gar nicht. Das heißt, du hast jetzt dieses ganzhirnige Lernen angesprochen. War das so dieser Teil, der dir dann auch Freude bereitet? Also wie kannst du, weil ich habe immer so diese Auffassung gehabt, dass die Schule gar nicht dazu gemacht ist, mit Freude zu lernen. Dass es eher danach eben dadurch, dass du dir selbst etwas auswählst, Freude gibt. Aber du hast es ja irgendwie geschafft, trotzdem schon in dieser Schule mit Freude zu lernen, weil sonst wärst du ja nie auf so ein Ergebnis gekommen. Ja, sehr guter Punkt. Also letztlich in der Schule wird uns nicht beigebracht, wie wir ganz hier nicht lernen. Sondern linear, linkshirnig, also digital, so schreibt das auf, da, hier, genau. Und jetzt geh da hin und lern das auswendig und dann mach das so und dann hier. Also das ist so das ist die Mentalität. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn keiner Bock auf Schule hat. Weil das, was ich gemacht habe, ist, also ich wusste halt, ich bin nicht dumm und ich bin kreativ. Also habe ich einfach aus der Schule ein Spiel gemacht. Ja, weil Spielen ist die bestmögliche Art, um zu lernen. Ja, wenn ich spiele, habe ich Freude.
Und ich habe einfach aus der Schule für mich ein Spiel gemacht. Das heißt, mein Ziel war es, einfach die Punkte zu holen. Also, ich bin zur Schule geballert mit meinem Fahrrad, so schnell, bis die Kette abfliegt. Und dann setze ich mich hin. Und es ist halt einfach so ein Game. Du zeigst auf, du kommst dran, du gibst eine geile Meldung und du machst dir geile Notizen ganz hirnig im Unterricht. Du kommst nach Hause und es ist halt ein heftig geiles Feeling, wenn du in so einer Klausur komplett ausflippst und in der Klausur richtig Gas gibst. Weißt du, so eine Prüfung kann auch halt auch richtig Spaß machen. Wenn du, sag ich mal, jetzt im Bio, Proteinbiosynthese und du hast so eine schwierige Transferaufgabe, Anforderungsbereich 3 und du haust es einfach komplett raus und du bekommst es hin, du machst so eine Skizze, ist halt einfach ein geiles Game, die Schule dann. Okay, das heißt, du hast es irgendwie geschafft. Also ist es denn auch ein Teil von diesem Prozess, den du auch jetzt anwendest, dass du sagst, also du framest dir irgendwie selbst etwas, was vielleicht nicht von dir ausgewählt wurde, so, dass es eben dann Spaß macht, dadurch, dass du dich in Bewegung hältst? Oder ist da, also wie genau bringst du dich in diesen Zustand? Ja, also für mich persönlich ist erstmal mein inneres Kind entscheidend wichtig. Ja, Joy, Joy Lightning, also mein inneres Kind. Gerade ist, sage ich mal, mehr Joy am Hebel, aber dass ich mein inneres Kind rauslasse, um zu spielen, also Freude zu haben, Joy. Also wie komme ich sozusagen in diesen State? Ja, oder was habe ich dann damals so in der Schule gemacht? Sagen wir mal, wenn ich zu Hause angekommen bin, war für mich einer der ersten wichtigen Punkte, dass ich schon mal den richtigen Arbeitsplatz hatte. Ja, mein Arbeitsplatz war einfach geil zu Hause, ready. Und ich hatte die Möglichkeit, mich bestmöglich zu konzentrieren und so durchzustarten. Ja, sodass ich mich auf die Arbeit konzentrieren konnte. So, das machen natürlich erstmal die meisten. Aber wenn man dann, sag ich mal, die ganzen Ablenkungen ausgeschaltet hat, dann ist es entscheidend wichtig, dass man die richtigen Werkzeuge hat. Ja, auf die ich gleich noch eingehen werde. Ich will noch einmal kurz einen Bogen vorher machen, damit man versteht, was dann passiert ist, weil ich bin nämlich immer wieder ernster geworden, ja, in dieser Schulzeit dann. Also am Anfang hat das noch Spaß gemacht, dann bin ich zum Erfolgscoach geworden für Schüler. Also ich habe Schülern dann letztlich gezeigt, wie sie Bestnoten in der schule erzielen. Und ich habe dann einen YouTube-Channel aufgebaut, der hat dann in einem Jahr 100.000 Abonnenten erzielt, ja, weil ich eben genau wusste, wie ich lerne. Also habe ich gelernt, wie ich einen erfolgreichen YouTube-Channel aufbaue. Ich habe gelernt, wie ich mit Keywords arbeite, mit den bestmöglichen Titeln. Das sind auch alles Lernprozesse, ja, womit wir jetzt zu Guter dem Punkt. Selbstlernen übergehen. Ja. Also damit du gleich den Bogen verstehst, will ich das einmal ausholen, weil sonst versteht man gleich nicht, wie ich die Technik erkläre. Also das Selbstlernen sozusagen gefunden, ja, in der Schule des Staates kann ich lernen oder ich kann in der Schule des Lebens lernen. Das habe ich dann erkannt, ja, in der das Leben lehrt. Und wenn ich in dieser Schule des Lebens dann zum Beispiel das Subject lerne, wie ich richtig lerne in der Schule des Lebens, dann kann ich dadurch finanziell frei werden. Was ich dann mit meiner Lernplattform geworden bin, der Joe Trank Academy. Ja, also der YouTube-Channel, wo ich Schülern helfe zum Erfolg, die Lernplattform, die Joe Trank Academy und 12 Millionen Views, alles wächst und alles wird immer erfolgreicher. Also auch wieder da letztlich ein Game. Ja, es ist ein Spiel. Das ist schon mal eines der wichtigsten Dinge, die ich mitgeben kann für das Lernen mit Freude, ist, mach ein Spiel draus. Ja, in dem Moment, in dem du einfach Freude hast an diesem Prozess, spielst du und hast einfach Freude daran. Ich werde gleich auch nochmal genau zeigen, wie ich mir Notizen mache und dergleichen. Ja. Aber ich bin letztlich dann ausgebrannt, weil ich immer mehr nur noch wieder auf den Erfolg fokussiert war. Ne? Also, dass es, sag ich mal, dass es immer ernster wurde wieder. Dass es dann wieder, sag ich mal, zu viel in die Richtung der Gesellschaft ging, wo es in erster Linie um den Erfolg geht, um die Reputation, nur um die Bestnoten. Aber man verliert was. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was ich dann in den letzten 3 Jahren hier auf der Insel insbesondere und auf meiner Weltreise, also ich bin um die Welt gereist, ich war in Neuseeland. Ich war in Hawaii, in Portugal, Panama und bin dann letztlich hier auf die Insel gekommen und habe mich hier niedergelassen für meinen Heilungsprozess und auch noch tiefer in meine Selbstfindung einzugehen und einzutauchen. Und während ich hier bin, erkenne ich halt, einer der wichtigsten Punkte für den Heilungsprozess ist mein inneres Kind. Ja, dass ich total traumatisiert habe, dadurch, dass ich täglich zu intensiv gearbeitet habe. Es ging sozusagen wieder nur um den Erfolg. Statt dass ich mir auch die Zeit nehme, in Balance zu leben, mich zu erholen, ja, und letztlich
diesen Weg, den ich gehe beim Lernen selbst, wenn ich zum Beispiel etwas lerne, mit Freude zu erfahren. Das heißt, dass ich nicht immer nur das Ziel, also zum Beispiel den Notenschnitt oder das Geld, dass das einfach das primäre Ziel ist, sondern dass es wirklich der Weg selbst ist. Ja? Und das war dann der große Durchbruch für mich, den ich dann hatte und wo ich erkannt habe, okay, das ist es. Es ist die Freude, es ist diese grundlegende Emotion, die aus der Achtsamkeit kommt, aus dem Moment. Und da stehe ich gerade. Ja. Also das ist eine geile Reflection, dass du sagst, du hast all diese Erfolge erzielt. Du hast, ich meine, du warst ja im TV, das habe ich vorhin, als du noch nicht da warst, habe ich das ja auch schon erwähnt. Ich habe das erst im Nachhinein übrigens erfahren, als ich dich noch gar nicht gekannt, also als ich dich kennengelernt habe, dass du auch im TV warst, habe ich so Ausschnitte von dir gesehen, wo du da so richtig so gestriegelt warst. Und all das hast du erzielt und trotzdem hat dir irgendwas drin gefehlt, weil du viele der Sachen, die du gemacht hast, immer nur als Mittel zum Zweck gemacht hast. Und als du auf die Insel gekommen bist, hast du zum ersten Mal realisiert, dass man auch einfach etwas machen kann, weil das an sich schon geil ist. Also es braucht gar keinen Zweck mehr, sondern der Zweck ist bereits das Lernen. Kann man das so festhalten? Das ist ja. Ja, perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Also wirklich, dass das Lernen selbst der Prozess der Freude ist. Und dadurch fällt dann nämlich auch die Ernsthaftigkeit ab. Also wenn ich sage, lernen mit Freude, dann bedeutet das nicht, dass ich hier irgendwie die ganze Zeit stehe und rumhüpfe. Das bedeutet, dass ich hier stehe im allertiefsten Flow-State und dabei wahrhaftige Freude empfinde. Also um mal Freude vom Spaß zu separieren. Spaß ist eher etwas, das sehr vergänglich ist. Ja. Ja. Das taucht auf, das kommt. Das kann man haben, wenn man bestimmte Drogen nimmt vielleicht. Ne? Ja, oder guter Punkt. Wenn man... Also das ist Spaß. Auf der anderen Seite, Joy ist die Freude. Und das ist eine sehr tiefgreifende Erfahrung, ein sehr tiefgreifendes Gefühl, das für mich persönlich sehr eng verbunden ist mit der Achtsamkeit. Ja, also der Achtsamkeit, die Achtsamkeit in diesem Moment präsent zu sein und eben aus der Heilung des inneren Kindes und einfach ein geheilter Mensch zu sein, der in diesem Moment, aus dem, was er tut, Freude bezieht. Und daraus erwächst dann wahre Freude am Lernen zum Beispiel, am Arbeiten, am Gehen, am Sitzen. Ja, darf ich dir an dieser Stelle was fragen? Das ist etwas, was ich immer wieder bemerke, was Leute mir sagen. Ich glaube, das hast du sicher auch schon tausendmal gehört. Und da habe ich das Gefühl, dass Leute aus der Freude gerissen werden, sobald sie sich anfangen zu vergleichen. Und gleichzeitig ist Vergleichen ja etwas ganz Natürliches. Also wir alle tun es ja irgendwo. Jetzt hast du Achtsamkeit angesprochen, als dieser Katalysator für Freude. Wie gehst du selbst mit Vergleich um? Dass du zum Beispiel, also ich merke es ja bei mir, wenn ich auf Instagram gehe und ich zum Beispiel gerade eine Phase habe, in der ich mich super entspannen möchte, wo ich auch wieder mal auf eine Insel will und ein Retreat mache und einfach mal wieder in mich gehe und nicht so viel arbeite. Und dann gehe ich dann mal auf die Stories und sehe irgendwie, wie ein Kollege von mir gerade so die Legacy durchhastelt und richtig am Start ist. Und dann tut sich in mir so ein Mangel auf. Ich so, scheiße, ich sollte eigentlich auch viel härter hassen. Und umgekehrt, wenn ich dann mal so richtig selbst im Hassen bin, wenn ich mal so einen 10-Stunden-Tag wieder hatte, mehrere Wochen lang voll intensiv fokussiert bin und dann sehe ich, wie du zum Beispiel auf der Insel bist und einfach mit Freude den Tag lebst, dann denke ich so, scheiße, Mann, ich will auch wie der Joe mal wieder einfach der Joe sein, weißt du? Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute sich selbst sabotieren, dadurch, dass sie sich immer vergleichen mit dem, was sie gerade nicht haben. Und meine Frage ist einfach, siehst du diese Korrelation auch und wie gehst du selbst persönlich damit um? Ja, der Vergleich, eine sehr gute Frage. Also wissenschaftlich gesehen ist es so, dass unser Gehirn halt Dopamin ausschüttet, wenn wir anderen auch überlegen sind. Ja? Und wir uns dann dadurch nochmal besser fühlen und dieses, das sag mal, der Ego-Tunnel, also das illusionäre Selbstbild, dann danach strebt, dass mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Also wenn ich mich jetzt mit dir vergleiche, dann fühle ich mich scheinbar besser. Aber die Problematik, die ich erkannt habe, ist, dass ich dadurch erstens durchgehend abgelenkt bin, also ich arbeite wieder auf ein Ziel hin. Zweitens, ich mache Dinge, die nicht authentisch sind. Ja? Also ich würde zum Beispiel was machen, wenn ich mich dann mit dir vergleiche, was gar nicht meiner Lebensaufgabe gerecht wird, weil ich dann glaube, dass ich das machen sollte, was du machst. Und die meisten Leute auf Instagram, die machen einfach meines Erachtens nach Dinge, die für mich total wertlos sind.
Also die haben einfach keinen Wert, diese Dinge. Und was habe ich gemacht, um damit umzugehen? Also die wahre Achtsamkeit, die, also dass man die Selbsterkenntnis hat, dass Leben geschieht und zum Beispiel dieser Vergleich im Bewusstsein auftritt, ist sozusagen schon die Freiheit von der ständigen Identifikation damit. Also täglich meditieren hilft mir sehr. Mhm. Weil letztlich werde ich niemals darüber hinwegkommen als Mensch, dass diese vergleichenden Gedanken auftreten. Also der Vergleich kommt und dann ist er da. Und was ich mache ist, ich gehe einfach nicht mehr auf Instagram online. Ende aus. So, das ist einfach der einfache Weg. Geh einfach weg von den kranken Menschen. Es klingt so einfach, Bro. Es klingt so einfach. Ja, ich weiß, ja. Naja, also es sind ja die Anhaftungen, die auch das Leid letztlich kreieren. Aber ja, also was ich halt mache, ist einfach von den Menschen weggehen, die einfach noch geistig krank sind in der Regel. Und das ist halt einfach in dem Ego behaftet, dass die Menschen sich dauernd vergleichen, immer mehr pushen. So, du siehst einfach immer nur so die aufgerissenen, so, ja, mir geht's geil, alles ist geil. Und dann siehst du nicht so, aber alle crashen dann dahinter. Und denen geht's scheiße und dann kommen die wieder on und dann, alles ist geil. Ja, ja. Und du machst dich letztlich so vor, aber alle fühlen sich nur scheiße. Und jemand, der eigentlich relaxed ist, der ist eigentlich gut drauf. So, der Typ ist entspannt, hat ein gutes Leben. Geiler Typ. Ja, also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, Bro, also jetzt ohne Scheiß, ich bin selbst auch ein Typ, der, ich fühle mich zwar nicht konstant scheiße, aber ich habe auch Hemmungen, die Lows zu zeigen. Also das ist ja das Problem. Die meisten Leute zeigen halt die Highs und verdecken die Lows. Und dann hast du halt so dieses Bild von eben auch, also ganz ehrlich, Bro, eine Zeit lang habe ich dich verfolgt und immer so gedacht, Bro, Mann, der Typ lebt gerade so sein Leben. Du hast so Art gemacht, du hast dich so selbst neu entdeckt, du machst da mit deinen Kollegen dieses Capoeira, dann zeichnest du. Ja, genau. Wenn ich das sehe, dann denke ich immer so, scheiße, Alter, warum mache ich das nicht auch? Weißt du, also es ist schon schwer, sich nicht einlullen zu lassen, weil du bist ja auch keine kranke Person, du bist ja das Gegenteil. Und deswegen vielleicht nochmal zurück zu dir jetzt und zu deinen Techniken. Was ist denn so ein Tag in deinem Lernleben? Also wie würdest du das jetzt auch gestalten? Ja, also kommen wir zum Lernen selbst. Also wie sieht ein Tag bei mir aus? Oder also was kann ich sozusagen jetzt mitgeben als Technik, damit die Leute mit Freude lernen? Mhm. Erstmal stellt sich ja dann für mich persönlich die Frage, warum lernt man überhaupt nicht mit Freude? Also was ist sozusagen das Problem, das die Menschen haben, dass sie keine Freude haben, wenn sie lernen? Weil in diesem Moment lernen wir beide ja. Ne? Also wir beide lernen jetzt gerade. Ich lerne von dir und du von mir. Und in diesem Moment haben wir die Möglichkeit, schon mit Freude das Ganze zu machen, was wir jetzt gerade auch tun. Ja? Mhm. Was ist das, was die meisten Menschen davon abhält? Sagen wir mal, wie Schüler oder ich bin Selbstlerner und ich sitze zu Hause und jetzt möchte ich ein Video ansehen, vielleicht von Chainless Life. Ja? Und du hast was Neues gepostet, wertvoller Content. Und die Leute lernen nicht mit Freude. Ja? Warum? Weil sie in der Regel keine Motivation haben. Das ist das größte Problem. Ja? Mhm. Also die Leute haben gar keine Motivation, überhaupt zu lernen. In der Regel treiben sie dann nur vor sich hin, weil sie einfach keine Freude haben an diesem Lernprozess selbst. Ja? Motivationslosigkeit ist das, was die meisten Schüler auch als Problem haben. Denn wenn ich das Motivationsproblem löse, dann löst sich dadurch auch schon automatisch, dass ich überhaupt gar nicht erst anfange zu lernen. Ja? Weil wenn ich Motivation habe, dann lerne ich und automatisch komme ich auch schon in einen Flow-State. Ja, unser Gehirn ist gemacht dazu, zu lernen. Jetzt ist aber das Problem, sag ich mal, du kannst dich natürlich pushen und du kannst dich motivieren mit einem starkes Warum und das funktioniert auch alles. Ne? Aber für mich persönlich war die Lösung, nicht mehr zu pushen, nicht mehr dauernd diese extrinsische Motivation mir selbst aufzuerlegen mit, ich will, dass die Leute mich anerkennen, das ist mein Warum. Ich will mir ein dickes Haus kaufen für mich persönlich oder solche Dinge. Ne? Also diese extrinsische Motivation. Und stattdessen, damit sind wir wieder beim, der Weg ist das Ziel, dass ich zu der intrinsischen Motivation komme. Ja? Mhm. Und diese intrinsische Motivation ist eben dann dieser innere Antrieb, der Drive, der mich automatisch mit Freude lernen lässt. Ja. Und damit sind wir wieder bei dem das löst mit einem Mal, ist es als ich hatte diese Erkenntnis vor 2 Wochen auf Koh Tao, da war ich bei einem Yoga-Retreat und auf einmal war das, als würden sich alle Teile zusammensetzen und es ist einfach in der Mitte des Lernens, all dieser Probleme steht einfach
die positive Emotion der Freude. Wenn ich beim Lernen selbst Freude empfinde, dann habe ich Motivation. Dann lerne ich automatisch, wahrscheinlich auch ganzhirnig. Dann benutze ich die richtigen Techniken. Dann komme ich in einen Flow-State. Dann geht meine Depression weg. Dann verbessere ich mich. Dann wachse ich. Dann lebe ich vital. Dann habe ich wieder Freude. Dann will ich wieder zurückgehen. Dann habe ich ein gesundes Leben. Weil wenn ich Freude habe an dem Lernprozess, alles kommt. Also ist das Einzige, worauf ich abzielen muss, ist, dass ich Freude habe beim Lernen. Und das ist es, ne? Also wie schaffe ich es sozusagen, und das war es dann für mich, wie schaffe ich es, dass ich Freude habe beim Lernen? Ja? Und das ist jetzt der Punkt, worüber wir jetzt auch in diesem Gespräch heute hier sprechen. Das, was ich brauche, sind die richtigen Lernwerkzeuge. Ja? Also ich muss letztlich wissen, wie ich ganzhirnig lerne, sodass ich dann da stehe und sagen wir jetzt mal beispielsweise, und jetzt kommen wir dazu, als Beispiel, ich mache ja täglich meine Tagesprotokolle. Also das zum Beispiel ist jetzt nur vom Vormittag ein Protokoll, wo ich mir zum Beispiel, heute war ich beim Contact Dance und dann bin ich beim Contact Dance gewesen. Dann bereite ich mich darauf vor mit einem Kava. Also ich gehe jetzt nicht auf alle Techniken ein, ich zeige gleich eine mit einem Kava und bereite mich sozusagen auf den Contact Dance vor, gehe dahin, schreibe meine Dankbarkeiten auf und bin dann da. Und am Ende der Woche habe ich all diese ganzen Tagesrückblicke. Das ist dann nur aus dieser einen Woche jetzt, also aus dieser Woche, die jetzt angefangen hat, sind all das hier meine Tagesrückblicke. Ja. Krass. Also so viele. Also machst du jeden Tag so ein Ding, ja? Nonstop einfach bin ich die ganze Zeit vom Leben am Lernen. Das Leben lehrt, ja? So, pass auf. Aber was ich heute mitgebracht habe als Technik, damit jetzt, sagen wir mal, jemand will mit Chain is Life lernen, ja? Oder will ein YouTube-Video sehen zum Thema Bestnoten in der Schule von Joe Trank. Eine Technik, die sozusagen eine Basic-Technik ist, die aber auch ganzhirnig ist, ja, die jeder ab sofort benutzen kann, sofort. Erst einmal, sagen wir mal, du hast jetzt ein bestimmtes Thema, das du lernen willst. Ja? Sagen wir, du möchtest ein Video sehen von Misha, von Chain is Life. Und da ist ein Thema, das interessiert dich. Wie gehst du vor? Als erstes der Arbeitsplatz. Das ist Nummer eins. Dein Arbeitsplatz muss ein Bereich sein, in dem du ungestört lernen kannst. Wenn dich irgendwas stört im Hintergrund oder so, dann mach dir Kopfhörer. Hier wird manchmal, sind meine Nachbarn laut. Ja, dann habe ich Kopfhörer, die ziehe ich an. Ungestört sein. Ja? Ja. Also einfach Kopfhörer rein und dann einfach komplett Ablenkungen übergehen. Vermeiden. Keine Ablenkung mehr. Keine Ablenkung. Einfach rein und dann konzentriert durchstarten. Mit was? Ich arbeite mittlerweile seit 6 Jahren mit einem Pomodoro-Timer. Ja? Das heißt, ich starte durch und dann stelle ich den Timer, das ist so eine App, die ich habe, auf 25 Minuten und dann klicke ich auf, ich habe so eine Tastenkombi, dann starte ich durch und dann ist einfach komplett nonstop Tunnel. Also ich bin komplett drin im Tunnel für 25 Minuten, einfach voller Fokus. Nichts ans Handy, nichts. Ja? Das ist einfach entscheidend wichtig für einen Flow-State. Und ist auch letztlich dann einfach grundlegend für die Meditation. Ja? Also Arbeitsplatz und letztlich der Pomodoro-Timer sind entscheidend. Ich persönlich, ich mache, um das bis dahin einmal zu gehen, ich mache am Ende keine 5 Minuten Pause, das sind zu lang. Also die Pause ist zu lang. Was ich stattdessen mache, ich habe verschiedene Stretches. Also beispielsweise hier oben ein Stretch an der Türe. Ich mache dann bestimmte Yoga-Asanas in der Pause und stretche mich dann durch, ja. Das sind alles Dinge, die ich, genau, also ich mache 2 Minuten Pause maximal. Okay. Das heißt, 25 Minuten, 2 Minuten Pause, einmal durchstretchen, einfach meinen Körper wieder ausschütteln, damit ich einfach wieder locker werde. Ja? Davon mache ich insgesamt 3 Einheiten. Ja? Also 3 Lerneinheiten, a 25 Minuten mit maximal 2 Minuten Pause. Und im Anschluss daran mache ich eine 15 Minuten Pause, bei der ich mich ins Bett lege, mit Schlafmaske an und ich mache einfach komplett, brauche mein Gehirn einfach Pause. Das ist optimal, Alter. Das ist die perfekte Balance. Und da mache ich auch nichts. Weil mein Gehirn, also so wie ich lerne, nach all diesen Jahren des Lernens, Alter, ich bin in einem Flow-State, wir fliegen die Farben um die Ohren, die Dinge so, mein ganzes Gehirn explodiert einfach so. Wenn ich die Ideen habe und das fließt aus mir raus in den Mindmaps, du bist einfach so, du hast was doch nicht erlebt, wenn du wirklich komplett richtig ganzhirnig lernst. Du musst dir ja vorstellen, das ist ja in dem Sinne Kunst, was ich mache. Die Wörter sind Kunst und dann
die Dinge, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, das fliegt halt aus dir raus und du stehst da und dein ganzes Gehirn explodiert vor Kreativität, Dopamin, einfach ultimatives Level. Und dann brauche ich danach einfach eine Pause, leg mich ins Bett und penne direkt ein für 15 Minuten. Wow, krass. Ja, also das mit den, also ich muss sagen, ich habe es noch nie so systematisch wie du gemacht. Aber was ich glaube, ich wirklich nicht mache, ist so komplette Ruhe. So, weil ich bin ehrlich, ich gehe dann halt, ich entspanne dann halt auch mal am iPhone oder so oder höre mir eine Voicemail von meiner Mutter ab, mache irgendwas, was mich auch entspannt, aber nicht so, wie du das sagst, dieses komplette Ausblenden, weil das ist, glaube ich, ultra wichtig für, damit das Ganze dann auch mal sackt, oder? Damit es mal sacken kann und auch mal wieder so neue Erde dann auch wieder ready ist. So. Aber kannst du solche Sessions mehrmals pro Tag machen oder ist das dann auf ein oder zwei limitiert? Maximal drei, mehr geht nicht. Okay. Das ist nicht möglich. Weil ich ja auch noch andere Sachen mache, wie zum Beispiel 90 Minuten Yoga. Und alles andere ist auch unrealistisch. Also ich sag mal, wenn du wirklich in einem richtigen Flow-State arbeitest, und ich sag nicht, die Leute reden immer von Flow-State. Wenn du in einem echten Flow-State bist, aus den wirklichen vier Stages, die es gibt, dann, ich bin nach einem realen Flow-State, ist mein Körper ready. Also bin ich erstmal wie in einer leicht depressiven Phase, weil aus dem Neurotransmitterbereich muss das Dopamin ausgespült werden. Und deswegen ist es normal, dass man nach einem echten Flow-State wirklich, also wo man, also ich habe einen Selbstverlust, es ist nichts mehr da außer dieser Moment, danach braucht mein Gehirn einfach diese Erholung. Und das gebe ich dem auch. Weil wenn ich dann diese 50, guck mal, ich habe mein Bungalow, ich mache nichts anderes, als den ganzen Tag einfach geil durchzustarten und dann gehe ich rein und dann lege ich mich hin und dann liege ich einfach geil im Bett und erhole mich und dann starte ich wieder durch, weil das halt einfach meine Passion ist. So, ne? Ja. Also, du gibst deinem Körper das, was er braucht. Halt auch. Das ist, also das, was du jetzt sagst, das klingt jetzt für einige vielleicht völlig bedrohlich, weil ich kenne viele Leute, die studieren, also wenn die für eine Klausur arbeiten, dann machen die 10 Stunden jeden Tag. Und du sagst dir jetzt gerade, hey Leute, mehr als dreimal so eine Session, 90 Minuten maximal, eher weniger, geht gar nicht. Und ich würde sagen, dass du wahrscheinlich nicht nur mit mehr Freude, sondern auch effizienter lernst dann, wenn du es so machst, wie du in dem richtigen Flow. Weil alles andere, da spürst du kein Dopamin raus, da gibst du dir nicht die Zeit, da zwingst du dich dann auch, diese extra Mile zu gehen. Also, Ja, also 10 Stunden am Tag lernen ist einfach völlig, völlig daneben. Also bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach nur eine mangelnde, es ist einfach eine fehlende Vorbereitung, zum Beispiel auf eine Klausur dann. Wenn ich es richtig mache, dann lebe ich in Balance. Das heißt, ich fange sozusagen im Studium schon mit der ersten Vorlesung an oder noch besser davor, mich vorzubereiten. Ich lerne einfach täglich 2 bis 3 Stunden und habe immer eine geile Zeit. Ich gehe danach raus mit Freunden spielen und lebe mein Leben insgesamt geil. Und so habe ich Freude. Also das ist das Yin und Yang. Wenn ich halt nur die ganze Zeit so Youngballer, ich meine, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich mit der Depression zu Hause rumhocke und mich beschwere, weil mein Leben so kacke ist. Ja, aber das ist ja genau das Ding, was ich manchmal so ein bisschen nicht richtig, ich blicke ja nicht durch, aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so, für jedes Ziel gibt es Bedingungen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so Jobs und so Positionen und auch so Ränge und auch gewisse Einnahmen. Also wenn du ein gewisses finanzielles Ziel hast, für das gibt es halt einfach nur so unmenschliche Bedingungen, weil es einfach nicht menschlich ist, weißt du? Das heißt, sich irgendwie auch wieder hier zuerst mal diese Erlaubnis zu geben, auch wieder Mensch zu sein und zu sagen, hey, ich mache das, was artgerecht für mich ist, so. Nicht das, was die Gesellschaft als das große Ziel, oder? Das ist ja das, was du meinst mit intrinsischer versus extrinsischer Motivation. Wenn du den Konkurrenten schlagen willst oder möglichst krass werden willst, dann ist es ja immer draußen das Ziel. Und das gibt dir dann auch manchmal Sachen, die du gar nicht willst eigentlich in Tiefen. Und diese Unterscheidung, was will ich wirklich, das ist, glaube ich, das Allerschwerste, das zu verstehen. So. Ja, stimme ich dir komplett zu. Also letztlich, wie du schon gesagt hast, artgerecht. Also wir sind Menschenaffen. Unsere DNA ist deren Schimpansen zu ca. 97% ähnlich. Also wie kann ich da erwarten, dass wenn ich die ganze Zeit 12 Stunden am Tag so gehockt, einfach so sitze, dass ich dann ein erfülltes Leben habe? Also vielleicht bin ich ja erfolgreich dann als... Ja, was du bist erfolgreich, aber nicht erfüllt, genau.
Ja, das ist es halt, ne? Aber das ist natürlich auch wieder dann, sag ich mal, ja, was man dann selbst für sich finden muss, was wirklich für einen selbst Wert hat. Also was hat in meinem Leben Wert? Und für mich ist es persönlich die Gesundheit, weil wenn ich gesund bin, dann geht es mir halt geil. Ich fühle mich den ganzen Tag gut, ich bin locker. Dann die Liebe, meine Mitmenschen zu lieben, meine Familie, meine Freunde. Und dann kommt halt einfach Dankbarkeit und Lernen. Und dann habe ich ein geiles Leben. Und der Rest, ja, so alle drehen durch. Aber naja, das ist ja auch dann die Aufgabe von vielleicht jemandem, der Life-Coach ist. Das bin Ja, ich zum stimmt. Beispiel nicht mehr. Da habe ich mich halt auch klar, um das noch abschließend nochmal da auch zu sagen, dann sage ich die Technik, für mich dann irgendwann auch gesehen, dass man kann natürlich Lebenslehrer sein, aber für mich persönlich war es dann wirklich, als würde ich auch durch diesen Prozess zu einer Lebensaufgabe finden. Ne? Also als so lässt das Leben mir gar keine andere Wahl. So klar, man hat dann immer so Gedanken, man will dann noch höher. Also ich wollte natürlich immer noch höher, der nächste große Lebenslehrer sein. Aber manchmal merke ich dann, okay, so ich glaube, das Lernen ist schon was, das mich sehr erfüllt und das sehr passt. Und ich glaube, damit habe ich was gefunden, das das passt. Ja, Ja. und wenn man dann da auf diese Weise zu einem Purpose findet, wo man Menschen mithelfen kann, dann erfüllt einen das sehr. Und so bin ich auch vom Erfolgscoach dann zum Lernlehrer geworden, nochmal. Ja, und ich glaube auch wirklich, dass das eine Fähigkeit ist fürs 21. Jahrhundert, was die meisten Leute noch gar nicht verstehen, wie wichtig das wird. Weil je mehr wir das Vertrauen an das Schulsystem verlieren, je mehr auch die Welt schnelllebiger wird, desto mehr musst du ja auch dich anpassen. Oder? Das ist ja auch etwas, was wir als Menschen, als Art, als Spezies brauchen. Darum haben wir es so lange geschafft. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute einfach nicht wissen, wie sie sich selbst Sachen beibringen. Und wenn du nicht selbst lernst, wie du selbst für dich lernst, dann bist du immer so ein Sklave von irgendwelchen anderen Leuten, die dir sagen, schau mal, komm und weißt du, so, du kannst das nur über dieses Institut oder nur mit diesem Diplom oder nur mit diesem, ich gebe dir so diesen Rang, so, aber du hast es ja geschafft, komplett souverän, alles dir selbst, was du geil findest, beizubringen. Und wenn das andere Leute auch können, also wenn das dein neuer Purpose ist, dann ist es in meinen Augen der ultimative Kick, um auch in der Welt was zu verändern, was auch wirklich nachhaltig ist und nicht nur so kurzfristig. Ja, Ja. vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du das auch anerkennst. Und ja, stimme ich dir total zu. Also den Wert des Selbstlernens. Also das ist letztlich der ultimative Skill. Aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben es halt nicht gelernt. Wir sind halt einfach Nee. Roboter in der Schule selbst teilweise, ne? Also die nicht lernen, wie man lernt. Alter, wenn ich weiß, wie ich fucking lerne, so wie sind wir beide, sag ich mal, so frei geworden im Leben, Ja. so chainless, dadurch, dass wir gelernt haben durch Bücher, durch Videos, durch Artikel, durch Seminare, durch Workshops, durch Gespräche. Es gibt so viele Lernmöglichkeiten, die ich als Selbstlerner habe. Wenn ich dafür die richtigen Werkzeuge habe, dann nehme ich das ganze Leben auseinander. Ich kann einfach alles lernen. Ich wache auf am Morgen, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, ich balle aus dem Bett, nonstop habe ich einfach Motivation, geile neue Dinge zu lernen, weil es einfach geil ist zu lernen. Und weil ich so vorankomme, weil ich so finanziell frei werden kann. Wenn ich, und das kommt natürlich, und da hört es ja bei allen auf, wenn ich die richtigen Lernwerkzeuge Ja. habe. Weil ansonsten sitze ich genauso da und alle haben diese Konditionierungen der Schule. Lernen ist langweilig, Genau. lernen ist blöd, lernen ist langweilig. Und sie sitzen da, sie sind einfach wie so, hallo, bist du wach, Alter? Lernen ist das Geilste auf der Welt, Mann. Du kannst einfach so Sachen hier machen. Die Sachen kannst du einfach Ja. täglich an einem Tag lernen und du lernst vom Leben, wenn du die richtigen Werkzeuge hast und dadurch die Motivation. Und dann hast du ein heftig geiles Leben, Mann. Ja, Mann. Geil. Ja, ich denke, du Genau. hast so wie ein Revolver vollgeladen mit verschiedenen Werkzeugen. Und wenn wir könnten wahrscheinlich jetzt einen 10-stündigen Livestream hier machen und wir wären immer noch nicht durch, weil du einfach Ja. die einfach nur noch rausschießen könntest. Aber hast du ein Werkzeug nochmal so, hast du ja gesagt, Ja. dass wir mal verstehen, was das eigentlich heißt, ein Werkzeug. Weil ein Werkzeug hast du und kannst du immer wieder anwenden. Das ist ja es ist zwar nicht physisches Werkzeug, aber es ist so ein mentales Werkzeug. Das würde mich Ja, jetzt super interessieren. genau. Also, das habe ich ja gesagt und versprochen, dass ich es mitbringe. Also, ein Basiswerkzeug, das ich jetzt auch in diesem Umfang hier teilen kann, das nicht zu komplex ist, weil man kann da ja auch noch viel tiefer in die Tiefe gehen, ist
du siehst jetzt ein Video, du möchtest was lernen, ja, zum Beispiel zum Thema Bestnoten in der Schule, ja. Wie lerne ich für Deutsch? Sagen wir es einfach mal. Du setzt dich zu Hause hin und dann setzt du dich nicht an den PC. Also erstmal, du machst deine Session, also du startest die Session, 25 Minuten sitzt du da und dann machst du dir Notizen und zwar handschriftlich. Okay? Das ist deutlich ganzhirniger. Ja, du benutzt dadurch deine Hand. Du benutzt dadurch deine eigene Handschrift und das ist bereits wie Kunst. Ja, da ist kein großer Unterschied zwischen einem Künstler und einer Person, die schreibt. Deine Handschrift ist bereits Kunst und es geht viel tiefer schon ins Gehirn. Statt dass du dein Blatt, auf das du dann schreibst, so nimmst, nimmst du dein Blatt quer. Ja, das ist der nächste wichtige Schritt. Das aktiviert bereits andere Gehirnareale. Dadurch, dass wir auch schon als Kind einfach in der Regel so gelernt haben, wirst du schon deutlich kreativer angesprochen. Ja? Das heißt, du Peripher. brauchst mindestens peripher, du brauchst mindestens einen Stift und du brauchst ein Blatt, ein weißes Blatt. Das muss kein teures Blatt sein, das muss einfach nur ein Blatt Papier sein, das quer ist. Und jetzt kommt der Punkt. In die Mitte schreibst du dir das Thema, über das du lernen willst. Das kann zum Beispiel sein, sagen wir, Freude. Ja, du möchtest lernen, was Freude ist. Ja? Geil, Und geil. jetzt kommt die Technik. Das hier ist eine Mindmap, eine ganz besondere Mindmap, die natürlich bei mir über die letzten 6 Jahre immer, immer ganzsinniger Krasser geworden wurde, sind. Das hier ist eine Mindmap, die, also wie gesagt, ich mache halt täglich, mache ich meine Tagesprotokolle, notiere mir alle Erkenntnisse, die ich während des Tages habe. Und dann am Ende der Woche mache ich eine Mindmap, bei der ich mir alle wichtigen Gedanken, alle wichtigen Erkenntnisse zusammenschreibe. Wie macht man eine Mindmap? Also das ist jetzt die Technik, die ich mitgebe. Okay, also jetzt aufpassen. Bei einer Mindmap schreibt man das Thema in die Mitte. Ja, zum Beispiel ist das hier jetzt das Weekly Review von mir. Ja, also Mindmap, Blatt quer, Thema in die Mitte. Und das, was eine Mindmap dann macht, das ist die Basis der Mindmap, ist, du zeichnest einen Ast. Ich benutze dafür also du kannst natürlich dafür Buntstifte nehmen. Aquarell, Ja, das passt. ja. Ich persönlich benutze dafür Wasserfarben. Ja, Wow. also ich habe meinen eigenen Wasserfarbkasten. Das kann ich jetzt auch einmal hier zeigen, damit man das sieht. Also ich habe hier Ja, ist geil. meine ganzen Sachen. Und Das ist so dann, weil ich geil. mit Wasserfarben kann ich natürlich noch mal kalligrafischer sein. Ja, ich kann damit in die Tiefe gehen. Und ich habe so einen kleinen Wasserfarbkasten. Und es macht einfach noch mal deutlich mehr Spaß, wenn ich auf diese Art und Weise dann letztlich damit die Sachen mache. Ja? Aber Buntstifte gehen auch. Also das muss nicht unbedingt ein Wasserfarbkasten sein, aber das ist Material, das ich persönlich sehr empfehlen kann. Ja? Also so viel dazu. Das heißt, was eine Mindmap hat und was entscheidend wichtig ist, ist, aus diesem Themenbereich in der Mitte wächst dann ein Ast. Ja? Und zwar es muss nicht unbedingt im Uhrzeigersinn sein. Ja? Das kann man machen. Aber man arbeitet radial. So ist unser Gehirn aufgebaut, radial, ja, wie ein Baum. Das heißt, und so machen die meisten Menschen, wenn sie sich überhaupt Notizen machen, die meisten lassen sich von dem Video einfach nur berieseln. Du lernst gar nichts, Alter. Du lernst vielleicht 2%. Das fließt Ja, einfach an dir voll. vorbei. Da bleibt gar nichts hängen. Ja, das ist die Möglichkeit. Oder vielleicht macht sich jemand ein, zwei Notizen in Evernote. Kann man natürlich machen. Aber dann hast du auch nur Tasten, die du drückst. Das ist immer wieder gleich. Die Buchstaben sehen gleich aus. Sehr linkshirnig. Das ist absolut ganzhirnig. Ja? Du hast also einen Ast. Und dieser Ast wächst aus diesem mittleren Bereich raus. Zum Beispiel bei mir. Ich habe dann mein Weekly Review. Habe ich zum Beispiel hier als erstes Thema den Bereich Vitalität. Das ist mein höchster Wert. Freude ist Und ich, Vitalität, ja, geil. ja, also die Gesundheit. Also das ist das Weekly Review. Ah, sorry, sorry, Und sorry. dann, genau, Jetzt habe ich schon ich auf habe mich das mal. bezogen. Ich lerne schon, Bro. Ich bin So, schon ja, am Lernen. was ist Joy? Ja, das ist halt auch. Also, man kann zum Beispiel dann, ich puste dann zum Beispiel auch so die Farben so. Und dann mache ich nochmal so ein Cover zusätzlich dazu, wo ich dann aufschreibe, was ich dabei empfinden will. Joy, relax. Aber das ist schon wieder zu advanced. Also, wichtig ist Okay. sozusagen, dass man einen Ast hat und dann aus diesem Ast. Und dann wächst dieser Ast wieder weiter. Das heißt, du schreibst dann auf den Ast selbst. Schreibst du dann das erste Thema, zum Beispiel, jetzt sagen wir mal Freude, da würdest du dann hinschreiben Emotion. Ja? Also Freude,
Emotion und dann wächst dieser Ast wieder weiter von dem Baum. Und was ist dann zum Beispiel eine Emotion? Das wäre dann hier dieser Teil. Ja. Da schreibst du dann hin, Energy in Motion. Das ist zum Beispiel das, was du in dem Video lernst. Ja? Und so wächst diese Mindmap und dann kommt wieder aus der Freude, kommt dann der nächste Punkt und das ist dann zum Beispiel Liebe. Ja, also eines der vier Elemente der Liebe ist nämlich Freude nach dem Buddhismus. Und dann hast du hier Liebe und dann zack, kommt so wieder da der nächste Ast und dann kann, und es kann einfach bis in die Unendlichkeit wachsen. Manchmal habe ich so Mindmaps, die bauen sich dann einfach immer noch so weiter. Also die wachsen dann sozusagen aus der Mindmap raus und dann stehe ich irgendwann so im Badezimmer und bemale einfach meine Badezimmerwände. Oder so ein Whiteboard oder so, ist auch geil, oder? Oder ist das, ja, würdest du das nicht empfehlen? Doch, richtig geil. Habe ich auch hier bei mir zu Hause. Also steht da hinten. Geil. Also benutze ich auch. Ja, Mann, also. Ja, das was du sagst, stimmt nämlich. Wenn du nämlich krasse, ich schau mal, also ich will es nur mal kurz zeigen, ich bin jetzt in so einer Wohnung bei so einem Künstler, ich kenne den Typen nicht. Aber ich merke, dass der richtig so, Death of Joe Trank, der hat auf jeden Fall auch ein paar Joe Trank-Videos geguckt. Schau mal, der hat hier zum Beispiel so irgendwelche so Ideen über Flakons, der hat auch hier so testet irgendwelche Sachen hier. Und dann hat er hier so sein Whiteboard. Und jetzt schau mal hier, hier hat er sich wahrscheinlich über irgendwelche Namen, wie die aussehen, was überlegt. So Bob, H-I-N-T, was es auch immer heißt, hat er da ganz viele so, hunderte verschiedene so Zettelchen und so. Also der macht auch irgendwas so, irgendwas ganz anderes macht der hier. So ein heftiger Typ und es ist so voll geheim und du zeigst einfach so allen jetzt, es ist so Parfüm, das so geheim entwickelt wird. Ja, irgendwie so ein Branding-Typ ist es wahrscheinlich, der so Branding-Ideen hat. So. Ja? Das ist aber geil. Ja, also geil. Nee, also genau so, ne? Und so, wenn du halt so lernst, Alter, also so wie er das zum Beispiel macht, Alter, ich habe teilweise bemale ich meinen Spiegel mit Wasserfarben und ich habe ja auch so richtig abgedrehte Techniken. Also wo dann aus den Wörtern dann für die einzelnen Buchstaben Schlagwörter wachsen. Und das Allerwichtigste, ne, also sag mal, das ist jetzt so die Base, ne, also die Mindmap. Mhm. Und da hört es dann, sag ich jetzt auch mal schon mal bei den meisten auf. Ne? Also weil sie sich zum Beispiel gar nicht trauen, das zu machen, eine Skizze. Ja, also du siehst, bei mir ist hinter jedem Ast nochmal eine Skizze, ganz kleine, hier ist es ganz simpel gewesen, aber dadurch verbildliche ich das nochmal. Ja, also du siehst zum Beispiel hier, was haben wir hier? Liebe, Nächstenliebe und dann siehst du zum Beispiel hier, wie zwei Personen auf gleicher Höhe stehen und zum Beispiel so miteinander verbunden sind, ja, also gleich. Und dadurch benutze ich eben meine rechte Gehirnhälfte, dadurch, dass ich das verbildliche und dadurch bin ich einfach sofort in der rechten Gehirnhälfte, weil die arbeitet mit Bildern. Ja? Mhm. Und so arbeitet mein ganzes Gehirn und wenn ich dann halt so richtig abgedrehte Sachen mache, also für mich selbst wie im Alltag, da benutze ich halt noch mehr Farben, dann wachsen einfach aus den Wörtern einfach Dinge raus und das sind halt alles Lernwerkzeuge, die ich dann habe, die separiert sind und die ich dann täglich einfach im Flow einfach immer mehr zusammenfüge. Mhm. Ja, ist geil, Mann. Was ich immer so feiere bei dir ist, wenn du einmal so reinkommst und so richtig, man merkt so richtig deinen Enthusiasmus für das Thema. Das finde ich halt krass bei dir. Und das zeigt mir eben auch, dass du genau das machst, was eben auch wirklich, also das ist der Grund, warum du ein guter Lehrer bist dafür, oder? Wie du so schön sagst, ein Lernlehrer. Das finde ich geil. Lehrer fürs Lernen, ja. Stimme ich dir zu. Ja, das ist es halt einfach, wenn man wirklich mit seinem Life-Purpose so in Kontakt kommt. Ja. Also ich habe halt hier auf der Insel alles Mögliche durchgespielt. Von Movement-Teacher, wo ich einfach sage, okay, ich könnte Movement-Teacher werden, über Künstler, über Musiker, über Lebenslehrer, der nächste Buddha, einfach alles. Aber also, du hast dann am Anfang einfach sowas, wo du so denkst, okay, Alter, ja, Mann, so, das bin ich. Ne? Also gib mir mein Kreuz, ich trage das jetzt den Berg hoch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich halt Jesus nennen. Ja. So, aber du merkst, sorry, Alter, das ist nicht deine Aufgabe. Du bist es einfach nicht. Ja. Mach einfach, was das authentisch ist, das einfach zu dir passt. Und dann merkst du so, es ist einfach, boah, das ist es, Alter. Ich habe einfach so eine heftige Energy. So. Ja. Das ist so, und das durchfließt dich so. Und dann plötzlich kommen so Leute wieder, so wie du jetzt. Dann kommen die und dann gibst du wieder was. Und du merkst so, okay, das ist alles im Flow, weil das ist meine Lebensaufgabe. Lernen zu lehren und lernen zu lernen. Ich finde es geil, weil du hast, das ist so, also für mich ist es so 2.0, so Joe 2.0, weil es war, du hast so ein bisschen, also du hast schon das, was du vorher gemacht, das war schon krass,
Aber jetzt hast du es einfach nochmal auf deinen, die so wie ein Werte-Update gegeben. So fühlt es sich für mich ein bisschen an. So, es ist einfach nochmal so on purpose. Noch mehr on purpose. Du hast gemerkt, was funktioniert und was irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Und diese Lektion, die integrierst du jetzt. Du verkörperst sie jetzt mittlerweile auch richtig gut. Und dadurch merke auch ich gerade wieder bei mir das Defizit. Also ich habe jetzt durch diesen Livestream direkt gemerkt, okay, ich muss noch systematischer vorgehen. Und zwar nicht, weil das mich irgendwie limitiert, sondern weil mir das einen Rahmen gibt, in dem ich dann nochmal freier bin. Statt einfach random zu sagen, ja komm, ich mach mal irgendwas. Und nein, du gibst dir ein System, du machst das mit diesen Werkzeugen. Da habe ich jetzt auch, muss ich gerade sagen, so eine leichte Limitierung in mir gespürt, weil ich gesehen habe, wie du das machst mit deinen Aquarellfarben. Und ich so, dieser Glaubenssatz ist gerade aufgeploppt in mir, so, ja, Misha, du kannst nicht schreiben und du kannst nicht zeichnen. So, das war halt immer schon so. Das heißt, jetzt auch wieder zu merken, aha, da ist eine Angst. Jetzt gehe ich in diese Angst hinein und gucke mal, was passiert. Vielleicht elevated mein Ding, ja. Und der nächste Gedanke, der reinploppt, ist, scheiße, ich muss auf jeden Fall mal mit dir wieder abhängen, Bro. Alter, ich freue mich auf jeden Fall heftig, wenn du wieder am Start bist. Und noch kurz was zu dem, was du gesagt hast mit den, sag ich mal, den Blockaden, wie zum Beispiel zu zeichnen. Die hatte ich ja auch extrem krass. Also ich mache das mit dem Zeichnen ja noch nicht lange und habe früher auch nicht so, also sag ich mal wirklich mit den Wasserfarben, das habe ich auch erst angefangen, als ich hier war. Und das kommt eben, wenn du auch wirklich mit deinem inneren Kind in Tune bist. Also wenn das sozusagen geheilt ist und du das machst. Und das ist ja auch das Lustige, also was, wenn man nämlich Lernen mit Freude übersetzt, was heißt es? Es heißt Learn with Joy. Also du lernst sozusagen mit Joy, also mit Joy Lightning, wenn man so will. Ja, für mich persönlich, ne? Also und da ist es wirklich, sich zu trauen. Also das hat mich halt total entblockiert, wie zum Beispiel auf Instagram mal zu weinen oder auf Instagram so Sachen einfach zu zeigen. Ich habe dich eigentlich in den letzten 3 Jahren durchgehend nur entblockiert. Weißt du, immer wenn ich irgendwas Krasses gepostet habe, bin ich dadurch freier geworden. Also wenn du zum Beispiel irgendwas zeichnest, ne, und du zeigst es einfach oder du machst es einfach nur für dich, ne, mach es einfach und du zeigst dir selbst, okay, Alter, ich bin natürlich kein Picasso erstmal, aber es ist einfach geil, das zu machen und du wirst dann automatisch sehen, dass dir das Freude bringt und du Step by Step einfach, ja, es ist einfach geil. Du wirst diese Energy direkt spüren. Wenn du eine Zeichnung machst, eine Skizze, du denkst dir, hey, das ist ja gar nicht so schwierig, wie das aussieht, Alter. Und dann malst du was, und du malst so einen Kopf, der so am Atmen ist zum Beispiel, mache ich immer so durch die Nase, so, dann atmet der die Luft ein und schon bist du einfach wieder so in der rechten Gehirnhälfte und dann so einfach völlig geil, Alter. Ja, das ist ein guter Punkt. Man kann Social Media wirklich auch umdrehen und es einfach als Entblockierungstool nutzen. Sagen, okay, da schauen gerade 100 Leute, 200 Leute, 1000 Leute, 10.000 Leute zu. Und genau, weil das noch viel schwerer ist, hier jetzt sich zu exposen, mache ich das jetzt. Und dann ist es fast schon wieder ein Tool. Oder ein Tool, sich selbst freier zu machen. Aber das ist verdammt hart. Ja, ein geiles Tool halt einfach. Ne? Ja. Also wenn man Sachen postet, benutzt es einfach als Werkzeug, krasse Sachen zu posten, um dich frei zu machen. Und dann siehst du halt so, okay, am Ende juckt es halt keinen, ob ich auf einem Schrank stehe und mein Kopf auf und abwippe, das macht mich halt nur freier. Ja, das ist geil. Das habe ich auch voll gefeiert, diesen Prozess, Mann. Und danke, Mann. Ja, Mann, also ein paar haben jetzt hier schon geschrieben, Podcast 3.0 wird fertig. im Allgemeinen wird es einfach auch, ja, also ich kann jetzt jedem raten, der noch nicht Joe folgt, wenn es noch jemanden gibt. Wir haben ja so eine verschmolzene Community schon. Aber check einfach mal die Sachen ab, check die Story-Highlights ab. Du hast ja auch alle Sachen als Story-Highlight gespeichert. Das ist Selbstausdruck, meine Freunde. Also da hat Joe wirklich in den letzten 2 Jahren wirklich sehr viel rausgehauen, was auch mich inspiriert hat. Zum Teil natürlich auch am Anfang so, oh shit, was geht denn hier ab? Weißt du, also das ist ja immer das Geile. Du merkst ja auch immer, was es in dir macht. So was erlaube ich mir selbst noch nicht. Und deswegen, alles, was dich triggert, zeigt dir immer so, wo du noch nicht frei bist. Also das ist so für mich so meine Erkenntnis. Die Trigger zeigen dir, wo du in deinem Leben noch nicht frei bist. So. Top. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ja, Mann. Ja, geil. Freue mich auf jeden Fall. Danke dafür nochmal. Und nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast mit den Lernwerkzeugen. Das geht jetzt wahrscheinlich vielen so. Also das war ja jetzt nur ein Lernwerkzeug. Und das ist mir jetzt persönlich nochmal was ganz Wichtiges, was ich jetzt sage. Und zwar bin ich ja jetzt sozusagen auch wieder da. Erst einmal ein bisschen noch undercover als Lernlehrer. Aber ich möchte halt auch wieder jetzt nach diesen 3 Jahren auch
den anderen geben. Also den Menschen, die ich liebe, die mich auch verstehen, so wie du. Also die mich so authentisch, wie ich bin, jetzt gerade verstehen, etwas geben. Nämlich ich möchte ihnen zeigen, wie sie mit Freude lernen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich in Zukunft dazu Vorträge geben werde wieder. Und in denen ich dann genau diese Lernwerkzeuge vorstellen werde. Das heute war ja nur eine Mindmap, sag ich mal, also die sehr wertvoll ist. Aber es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr Werkzeuge, die auch für dich dann relevant sein könnten. Und um meine Community in diesem Bereich zu verstehen, habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, in der ich dann mit dieser neuen Community im Kontakt stehen kann direkt, um dann dort Fragen zu stellen und ich kann sehen, wer daran interessiert ist. Das heißt, wenn dich jetzt gerade das, was ich hier auch schon geteilt habe, interessiert und du Lernwerkzeuge erhalten möchtest später, wenn du mit Freude lernen möchtest als Selbstlerner, dann kannst du jetzt gleich dieser Gruppe beitreten und bist dann da direkt mit mir verbunden als Teil dieser ja, neuen Community. Und ich werde dann da, ich denke, was posten, je nach Gefühl und dann darauf hinarbeiten. Und es werden wahrscheinlich in Zukunft dann Webinare werden. Ja, vielleicht auch geil. Seminare. Geil. Aber so, dass ich das wie jetzt, aber dass ich dann auch richtige Vorträge geben kann. Also wenn du dich als Zuschauer angesprochen fühlst oder auch gerne du, Mischa, wenn du da Interesse dran hast, ich habe das Ganze heute Morgen erstellt. Der Link zu der Gruppe lautet joetrenk.com und dann /lernen. Ja, ich poste das einmal hier rein. Also da könnt ihr jetzt alle dieser Gruppe beitreten. Ich fixiere es direkt mal oben. Also ich check mir das auf jeden Fall ab. Weil das ist genau, oder das ist einer von meinen 7 Multiplikatoren fürs Leben. Lernen, wie man lernt. Das heißt, wenn du das hast, dieses Tool, also jetzt in diesem Tool gibt es ja nochmal deine Tools, aber ich meine dieses obergroße Tool, so ich weiß, wie ich mir selbst Sachen beibringe und das auf eine spielerische Art mit Freude, dann hast du einen riesen Multiplikator fürs Leben. Deswegen joetrenk.com/lernen, ich habe es jetzt mal angepinnt, ich komme nachher auch mal rein, check okay, mich geil. Ab. Geil, Mann. Ja, heftig geil. Mega. Ja, vielen Dank dafür. Also haben wir eine Stunde gemacht, aber das war wieder so ein heftig geiler Flow, Alter. Richtig geil, jedes Mal aufs Neue. Hey, weißt du, was das geil ist? Es gibt ein Video von mir, 2013 war das, in Thailand, da habe ich einen Natural Pre-Workout Booster gemacht, wo ich wirklich so also völlig durchgedreht bin und dann im Gym habe ich einen Personal Record gemacht, ohne Koffein, ohne nichts, einfach nur so. Oh, der shit, Blitz. Mann. Ja, Mann, Alter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall heftig, wenn du wieder da bist und wir zusammen abhängen können. Es wird eine geile Zeit, Alter. 2 Monate noch, bin ich am Start, Bro. Podcast machen. Ja, cool, Mann. Geile Zeit. Ja, Alter, geil, dass du mir geschrieben hast, dass wir das hier durchgezogen haben. Und ich vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Also, wie gesagt, Fragen könnt ihr sonst auch gerne nochmal in der Gruppe stellen. I love you, Joe. Ich liebe dich auch. Ja, vielen Dank. Ich habe hier gar nicht in die Kommentare reingeguckt, aber 2 Idole in einem Live, heftig. Danke dafür, schön. Alter. Richtig nice, Alter. Danke an euch, an alle Zuschauer. Hat echt richtig gut getan, hier mal wieder zu sein. Ja, Mann. Vielen Dank, Bro. Danke dir, Brother. Mach's okay, I love you, Alter. Hau rein, Mann. Ciao, meine Freunde. Ciao, Alter. Ciao.